Hallihallo aus dem Untergrund, hier in unserer kleinen Stationshöhle. Ist ein bisschen mehr ausgehöhlt mittlerweile. Und hier regnet es rein, Moment. Wir müssen kurz Löcher stopfen, damit es nicht so laut ist. Es So, regnet rein. danke. Ja, es Okay. schifft rein. Und ja, wir haben ja gesagt, wir möchten hier mit Mars und Mond, Mond, so heißt das Ding, die Das Wände große runde verkleiden. Ding da oben. Und ich hab mal hier ein bisschen angefangen. Das sind jetzt hier die Dirt-Blöcke vom Mond und die Moon-Turf-Blöcke. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Und dasselbe werde ich jetzt mal auf der anderen Seite aufbauen. Jetzt muss ich mal nur mal gucken, was war denn hell, was war dunkel. Da. So rum, oder? Genau, hell in die Mitte. Und genau, dasselbe werde ich jetzt hier nochmal aufbauen, dann können wir mal schauen, wie das aussieht. Und Rot. wenn einer von euch, rot wahrscheinlich, und wenn einer von euch Lust hat, könnt ihr vielleicht schon mal einen Boden für die Plattform hier aussuchen. Da ist doch der Jojo quasi gerade zu dir Nein. prädestiniert. Nein. Ich glaube aber, ich muss nochmal zum Mars. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Naja, egal, mal schauen. Und vor allem bedenken, wir brauchen noch die Treppen dazu. Das heißt, das muss auch noch zu den Treppen passen irgendwie. Naja, die Treppen können wir ja einfach mit Carpenters, oder nicht? Gibt es da keine Treppen? Bin mir gerade nicht sicher. Nicht für alles. Also wenn, dann müsste man schon, ob man Carpenters mit Microblocks schneiden kann, um dann Treppen zu faken. Aber es gibt doch Carpenter Stairs. Ach, Carpenter. Ah, jetzt, sorry, ich war bei Chisel. Ja, gut. Oder? Nee, Carpenters. Und wenn du Carpenter Ach, die nimmst. Dinger! Ja, ich war bei Chisel, sorry. Richtig, ich auch. Ja, das könnte gehen. Ja, weiß ich, warum ihr bei Chisel seid. Ich war bei Carpenters. Weil bis jetzt alles Dekomäßige in letzter Zeit Chisel war. Ja. So, wenn das die Hallo, hier, ich bin müde, ja? Station ist, dann könnten wir irgendwas irgendwie so mit Talanus Factory das ist machen, ne? Und Chisel hat ja diese Factory-Blöcke. Darf ich mal anmerken, dass die Hosenkorbler mittlerweile nicht mehr da sind und es nicht mehr laggt? Tada! Woran könnte der Lag nur liegen? Ah, an den vielen so, Spielern. So, und wie schaut's aus? Ja, ist doch ganz nett, oder? Oh, das ist ja. Muss zugehen, der Mondboden sieht besser aus. Finde ich jetzt gar nicht. Der Mondboden habe ich erst gesehen, dass du ihn gemacht hast, als du es erwähnt hattest. Davor ist der irgendwie in einem anderen Grau untergegangen bei mir. Ja, es ist halt eine schöne Steinalternative, genau genommen. Ja. Wie machen wir denn da? Stein, Eisen, Stein. Ist das dann alles das Gleiche? Hoffentlich, wahrscheinlich. Mal schauen, ausprobieren. Stein. So, was mache ich denn jetzt eigentlich? Würde sein. Ja, das ist eh. Mir ist übrigens vorher mal aufgefallen, als ich in unser MI-System geguckt hatte, dass wir irgendwie ein bisschen viel Zertusquarz-Dust haben. Und das kam daher, weil ich ja irgendwie der Ansicht war, dass der Ore Dictionary Name oder der, ja, der Name davon garantiert Fluix Dust sein wird. Hey ho. Ja. Der Jojo war halt müde. Ich glaub's auch. Auf jeden Fall ist es natürlich Zustand. Nicht. Und dementsprechend habe ich das jetzt geändert und deswegen entsteht jetzt kein neuer, aber es ist nicht ganz so schlimm, weil. Ja, wenn wir uns anschauen, was wir bei Certus noch haben, dann haben wir hier noch 781 von den Teilen, die wir ja einfach autocraften können zu denen. Also, ja, das sollte kein Problem darstellen. Sollte. So, passiert hier eigentlich noch irgendwas? Nö, die ganzen... Ich muss noch mal zum Mars. So. Sachen langweilen sich. Was ich jetzt trotzdem mir mal anschauen will, ich beziehungsweise... Ich habe nicht genügend Blöcke. Weil unser Raum ist mittlerweile etwas höher als geplant. Oder ursprünglich gedacht, so. Was ich mal craften wollte, sind Loader von Railcraft. Liquid Loader, zählt Steam als Liquid? Ich glaube. Dann baue ich doch jetzt mal einen Liquid Loader. Und wir testen, ob wir Einfach mal. Steam... Ich meine, nur fest brauchen wir es eh fürs Wasser. Egal, ob wir Steam reinkriegen oder Wasser direkt. Andersrum, egal. Also, so, ich habe diverse Blöcke, ich schrecke nicht davor zurück, sie einzusetzen. Mal schauen, wie sie so aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann haben wir einen Liquid Loader. Yay! So. Was mich bei diesen Lux-Kapazitern am meisten nervt, ist, dass du irgendwie trotzdem immer hängen bleibst dran. Hm.
sind total so platt, aber du bleibst dran hängen. Sieht der jetzt aus? Filter, ach du Scheiße. Haben wir gerade irgendwo Steam rumliegen? Nicht, dass ich wüsste. Wahrscheinlich auch hier nicht, oder? Carbon Dioxide. Ja, das ist kein Steam. Was wolltest denn du benutzen zum Steam herstellen? Boiler. Boiler. Der ganz stinknormale Multiblock-Boiler. Low Pressure oder High Pressure? Ja. Man könnte natürlich sowas hier als also ich meine, im Prinzip geht's natürlich müssen wir natürlich den High-Pressure-Boiler bauen, oder? Ich meine. Nee, ist Overkill. Okay. Das war der gelbe, aber ich finde das was besser. Also wie wär's denn mit dem Orangen auf der Mars-Seite und das Gelbe auf der Mondseite? Gut, das kann man machen. Das ist die Mars-Seite. Ja, wunderbar, dann passt das ja optimal. Gut, dann mache ich noch ein paar. So, und jetzt ist die Frage, Liquid-Fueled-Boiler-Firebox oder Solid-Fueled-Boiler-Firebox? Ja, da würde ich Charcoal reinpumpen wollen wahrscheinlich. Wollte auch gerade sagen. Ja, wunderbar, sind wir uns einig. Wo ist mein Pickaxe? Da ist mein Pickaxe. Dann bauen wir da mal eine. Die Geräusche sind witzig. Klung, klung, klung. Dimensions 3x3, das heißt, wir brauchen 9 Stück davon. Ja, und dann oben die Boiler halt, also unten die Boxen und oben die. Ja. Wenn wir irgendwann Ton einspeisen können, dann müssen wir hier an der Haltestelle bitte von der Sicherheitslinie zurücktreten. wir können sonst nicht losfahren. Mhm. Wir müssen diesen Audiospur bitte jetzt extrahieren. Mhm. Damit wir das. Nee, haben. Wir müssen es echt mal von Münchner MVV aufnehmen. Oh ja. Das ist viel authentischer. Sehr gut. So, und ich bin dann mal beim... Oh, wir machen das natürlich mit Charcoal. Ich bin dann mal auf dem Mars. Schön. Gut, nee, dass der so nah ist. Nee, Mars fehlt, oder? Was? Mond habe ich jetzt fast komplett. Ja. Yep. Genau. Was war das? Ja, gut, was dass ist? Der nah ist. Richtig. Metalbox Block. Nee. Ui. Ja, ich jetzt? Boden. Das ist der Mond. Ja, irgendwie sowas hier. 1, 2, 3, wollen wir den Boden 4, 5, auch 6, pro Seite 7, unterschiedlich 8. machen oder den dann schon? Moment, stand da was von 3x3? Ja, nicht mal 3, okay. Ne, den Boden und Decke würde ich einheitlich machen, sonst schon ist es ein bisschen Overhead. Ja. Ich glaube, dein Buttonwechsel funktioniert nicht mehr. Portalwechsel. Wechsel. Echt? Hast du es kaputt gemacht? Ah, jetzt? Hä? Okay. Das war wahrscheinlich einfach zu hektisch. Das dauert ein bisschen. Die ja, Bücher gehen durch Pipes durch und so ein Kram. Also das, okay. Das braucht seine Zeit. Hm. Ich muss zugeben, ich weiß gerade nicht den Unterschied zwischen High Pressure und Low Pressure. Also ich meine natürlich, es kommt mehr Dampf raus, aber so vom Usage her und so. Ich auch nicht. Ich meine, what could possibly go wrong? Das ist wahrscheinlich der Satz, der am häufigsten in unserem Let's Play genannt wird. Mhm, und am fälschesten ist. Kannst du mir mal sagen, wie viele Blöcke ich etwa noch brauche auf der Mars-Seite? Das sind 1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, ein bisschen über den Stack, dann bist du auf der sicheren Seite. Okay. Ich finde schon wieder, die Übertragungsqualität des Funkes von Mars zur Erde ist sensationell gut. Schon toll, diese Technik. Das ist unglaublich. So. Hast du es jetzt aufgeteilt in verschiedene Arten oder ich insgesamt? Jetzt, ne? Nee, das ist ungefähr... Die Hälfte, etwa, ne? Ja. Ungefähr. Ich weiß es nicht. Ich kann gerade nicht mehr schätzen. Na, mein OO zurück. Ich habe wieder Strom, da ich hier laufen kann. Also das ist jetzt echt bescheuert. Jetzt muss ich laufen, um Strom zu kriegen, damit ich wieder abbauen kann. Und gut. Okay, also High-Pressure-Boilers produzieren halt mehr Dampf, aber die kleineren sind mehr effizienter. Ja, nehmen wir die kleinen. Ist ja langweilig.
Ja, eigentlich braucht man nicht so viel Dampf. Denke ich jedenfalls. Aber das braucht nur Iron Plates und ich habe gerade Steel Plates gebaut. Super gemacht. Wait, nicht die da? Nee, das sieht scheiße aus. Was gibt's denn dann noch so? Die dann die Ecken? Ganz toll, jetzt habe ich eine ja, also Power wenn man Fist, nur aber keine Energie mehr. Und eine Tinkers Pickaxe, die kaputt ist. Sehr gut. Ich bin auch begeistert. Okay, dann tun wir da halt nochmal Eisen rein. So, wir wollen natürlich den größten, oder? 3 mal 4 mal 3. Ja, natürlich. 12 mal 3 sind 36. 36 ja. Eisenplatten mal 2 sind 72. 72 durch 4? Nee, genau, 72. Genau, 72. Wenn du das sagst. So, dann machen wird schon reichen. Was machen wir da denn dann hin? Was ist das? Circuit Block. Das klingt irgendwie witzig. Da kommen die her. Kabel hängen. Da bin ich wieder mit frischem Mars. Oh, mehr Marsgestein. Sie haben Mars bestellt. Nee, Snickers. Oh, ich hoffe, ich krieg Hunger. Ich mag Snickers lieber. Ich mag beides. Hier richtig. Beides. Richtig. Ja, Mars ist irgendwie so ein bisschen klebrig, deshalb. Also, ja, ist jetzt das schön mal okay, aber. Okay, ich nehme mir jetzt hier eine Nougat-Schokolade. Du machst Sachen. Ja. Dann mache ich mir nachher ein Eis. Das hatte ich davor schon. Ich dann mache ich jetzt zwei. Oh, das ist bitter. Jetzt habe ich Lust auf Erdbeeren mit Eis. Verdammt. So reines Nougat. Ja, das habe ich aber drüben auch noch. In der Küche. Aber ich muss zugeben, ich habe gerade mehr Durst als sonst was. Was habe ich hier stehen? Prost. Ja, ich auch, aber ich muss gerade Maß verbauen. Ich muss gerade warten, bis Eisenplatten gerollt sind. Also ich darf trinken und das kenne ich doch irgendwoher. Nur mit genug Kraft, aber sonst. Jetzt fehlen mir zwei von den Maßteilen. Ey, muss ich nochmal zum Maß. Was ist das da? Goldplating. Oh, kommt das Gold auf einmal her? Wie hoch sind denn unsere Tunnel? 3? Ich glaube. Hast du Treppen? Also Steintreppen, um das hier noch anzuschließen. Stone Bricks habe ich. Ja, hier habe ich noch. Also Stone Brick Treppen, ja. Ja, tada! Tada! Gehen die aus den Ecken wieder raus, das sieht doof aus. Es sei denn, man macht da Säulen hin. Ich bin jetzt Mond gewohnt. Das ist schlimm im Hüpfen. Da hieß doch irgendwas Säule, oder nicht? Column. Das klingt doch nicht ganz verkehrt. Hä? Hat der jetzt gerade meine Eisenplatten gefressen? Ah, nee, hat er nicht. Muss nur sagen, die machst du auch noch. Mal schauen, die schon hinaus. So. Oh ja, das ist okay. Das können wir machen. 36 Low Pressure irgendwas. Das ist so. Boiler Tanks. Sehr gut, dann dauert es ja bloß ungefähr einen Tag, bis die dann irgendwann mal heiß genug sind. So. Gut, dass wir früh angefangen haben damit. Jetzt noch ein Fluid Exportbus. Für Wasser. Exportbus? Extremer Exportbus. Importbus. Action. Für Steam. Der Actionbus. Und ein normaler Exportbus. Das klingt falsch, das klingt so falsch. So. Why do you say this? Warum kriege ich denn Energie dazu, wenn ich fliege?
Weil du dich schnell bewegst. Meine Keybinds sind wieder komplett weg. Das heißt, ich kann nicht in der Luft stehen bleiben. Das ist doch scheiße. Ja. Ist mir gerade aufgefallen. So, die Frage ist, ist diese 3x4 jetzt die Höhe oder nicht? Das Basic sollen. Gell? Finde ich auch. Aber ich glaube darauf, dass es muss eigentlich die Höhe sein. Es muss die Höhe sein. Ja, ja. So, und hier können wir noch irgendwelche Fensters hinmachen oder sowas. 1, 2, 3. Wieso verbindet ihr euch nicht? Wir brauchen hier drin ein E-System. Ja. Eins, wir brauchen überall zwei, ein E-System. Ja. 1, 2, 3. So. Aber das sagt mir, dass ihr dieses transportable ME-System auch noch nicht gemacht habt. Ich brauche Zielwasser. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich so bald alles, bis auf das, was ich will. Okay. Ja! Wahnsinn. Ich versuche jetzt sowas einfach mal zu craften. Was kann da schon schief gehen? Was brauchst du? Du brauchst eine Perle aus Gedöns. Die wir nicht haben. Super. 1, 2, 3, 4. Fluix. Haben wir noch irgendwie was, wo man da 1, 2, 3, 4... Ach komm, ich mache jetzt einfach mal 3 davon. Von was denn? Why not? Den Wireless Access Dingern für ME. Ja, bitte. Das wäre furchtbar nett. Die Säulen sind sehr... Das wäre furchtbar, ja, genau. So. Ein Low Pressure Steam Boiler irgendwas. Hey ho. So, ein Access Terminal müsste irgendwo ein Rezept drin sein, hoffe ich einfach mal. Jawohl. Bitte 3-mal, danke. Jetzt wird wahrscheinlich mein Flugzeug verbrauchen, was ich gerade gemacht habe. Egal. Könntest du ein paar Basalt Bricks mitbringen? Obwohl nicht. Ja, oder doch, passt. Wird schon passen. Jo, kann ich auch schnell machen, weil. Oder viele. Ich bin gerade am Überlegen, du hast jetzt, ich habe ja vorhin gesagt, irgendwie eine metallische Decke wäre eigentlich ganz cool. Mhm. Jetzt hast du aber einen metallischen Boden gemacht. Das würden wahrscheinlich die Basalt Bricks als Decke gar nicht so schlecht aussehen, glaube ich. Das passt auch zu den Wänden ganz gut. Können wir probieren. Habe ich gut gezielt? Ja. Kommt Wasser rein? Ja, also es kommt Wasser rein. Unglaublich. Dann mach doch mal ein bisschen mehr Wasser, dass hier was passiert. Ich tue gleich mal vorbei, dass du schon mal anfangen kannst. Sehr gut. Das ist fucking awesome. Ups. So, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muss da einfach Charcoal rein. Schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Da liegen da am Boden. Danke. Wenn ich jetzt noch Inventar frei hätte, wäre das noch besser. Hey, wir haben einen Steamboiler, der aufheizt. Yay. Langsam. Das ist doch schon mal ein Anfang. So, den Rest kann ich gerade leider nicht aufnehmen. Da komme ich dann schon noch drauf zurück. Oh, Energy Cells brauchen wir auch noch. Energy. Oh! Oh! Ich bin entsetzt. Jojo hat kein Rezept für die Energy Cell gemacht. Welche? ME. Energy Cell? Welche Energy Cell? Hast du nicht mal. Ach, das war ja dieses Special-Dingens. Das war ja gar kein Energy Cell. Ich nehme alles zurück. Ich glaube, ich habe einmal eine Backup-Batterie gebraucht, die schon Energy Cell gebraucht hat. Aber ich dachte mir, so oft werde ich das nicht brauchen. Naja. Genau das meinte ich. So, also der Tank heizt auf. Er hat schon, glaube ich, 2 Grad hinzubekommen. Boah. Der Tank heizt auf. Ja. Das stinkt da. Das heißt, er braucht jetzt noch ein Fluid Import Bus. Ach, die muss man die sind natürlich. So. Das wäre das. Wie heißen denn die? Heißen die dann auch beides irgendwas? Da, Access Point. Ich habe aber noch so ein Ding. Wir sind schon bei 30 Grad, 31 Grad. Also das wird ziemlich heftig. Das wird ziemlich... So, so. So, und die eine Fluid Storage da werde ich jetzt nochmal partitionieren. Wo hatte ich denn den Partitionierer hin? Wait.
Ah. I confuse myself. So. ME. Cable. Cable. Access Point. Formatar. Stelle ich den jetzt einfach mal hier hin, weil warum nicht? Cloink. So, und. Kann ich das da? Ah, nee, wait. Partition Editor, da. Terminals. Ja, no pop. Wie lädt man die nochmal auf? Hm? Kann man das im Controller machen? Wow, bleibst du da. Die ME Remote Terminals. Muss man die im Controller aufladen? Ich weiß das nicht mehr. Die Remote Terminal. Ah, du musst es im Controller reintun, ja genau. Um es zuzuweisen. Hm. Wo ist er? Ach, der ist, versteckt sich jetzt hinter dem Partition Editor, das ist natürlich super. Plink. Einmal. Oh, ich glaube, die werden auch durch Laufen aufgeladen, so wie es ausschaut. Plink zweimal, Plink dreimal. Dann da. Nimm einen. Dankeschön. Direkt ins Power Tool. Ah, stimmt. Könnte ich mal probieren. Da brauchen wir noch ein Control Circuit. Okay. Die von den ganz wahrscheinlich von. Ich mach. Okay. Gleich drei. So, ich hab den ersten. Oh, ich hasse denjenigen, der die Lampen da oben hingehängt hat. Welche Farben haben die denn? Rot. Jojo, ich hasse dich. Ja, Entschuldigung, hier war dunkel. Ja, dann musst du doch mal berücksichtigen und in den Bauplan schauen. Install. Da sind jeder scheiß Lampe not linked, okay. Wahrscheinlich müssen wir hier nochmal linken. Ach, das Power-Tool dann reinlegen, oder wie? Vermutlich. Anscheinend. Ja, ich konnte es zumindest reinlegen. Fancy. Jo, ich auch. No signals. Ja, aber wir haben natürlich noch keinen Wireless. Unten ist einer im Keller. Keller. Weil da brauchte ich es jetzt erstmal. Das heißt, das wird noch ausgeweitet dann. Irgendwo noch anders ja, hinstellen. Passt, wunderbar. Yay! Yay! So, Daniel, wo bist du? An der Decke. Oh. Bist du in die Decke gegangen? Ja. Yay, da bist du. Bitteschön, hier ist einmal ein. Jetzt hat's der Jojo doch nicht. Das nee, hat er nicht. Ein weiteres Dingens für dich. Das liegt da am Boden, nimm es, bevor es weggeht. Jawohl. Gut. Was muss ich damit machen? Tinkers. Genau, da ist noch im E ist ein Control Circuit drin, den brauchst du auch noch. Und dann baust du es in ein Power Fist ein. Okay. Und dann legst du das Ganze in den Controller rein. Und ja, das Ganze machst du entweder während den Folgen oder nächste Folge. Ja. Ich ziehe jetzt erstmal noch den. Eins von beiden. Das Dach. Komplett ein. Ja, aber dann haben wir Überlänge. Okay, die haben wir eh schon. Aber dann haben wir richtig Überlänge. Das muss ja nicht mehr on air sein. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, wie ich hier das Dach einziehe. Nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also du fängst. Ja, wo fängst du denn an? Genau, damit fängst du ja schon mal an. Wo fängst du denn an? Ich habe doch schon angefangen. Ja, da kann mir ja jeder kommen. Psst. Ja. Wir haben übrigens schon 56 Grad bei unserer Low Pressure Boiler Tank. Coole Sache. Ja, das war Absicht. Gut. Dann. Haben wir's, oder? Ja. Ja. Ui. Und ich glaube, die dunkle Decke sieht ganz gut aus. Die dunkle Decke der Macht. Ich glaube, ich mache jetzt hier oben hier trotzdem auch noch ein Wireless einfach zum Spaß. Access Point meine ich. Das funktioniert wie WLAN-Reichweite sozusagen, oder wie? Mhm. Wir haben endlich was Charcoal frisst. Das ist echt der Wahnsinn. Er frisst ein Charcoal pro 5 Sekunden. Okay. Und sind bei 60 Grad. Naja, also beim nächsten Mal sehen wir ihn dann hoffentlich in Aktion. Also, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir hatten erklärt, wofür wir das Ganze wollen. Wenn nicht, sonst. Haben wir es vergessen bis nächstes Mal. Sonst, wir haben übrigens wieder keinen Netherquarz mehr. Das kann nicht sein. Dann wissen wir ja, was sonst wir... Sonst so Hinweis, Lokomotive, Dampf und so. Dampf und so, ja, genau. Vor allem und so. Hauptsächlich und so. Wie immer. Genau. Wunderbar.
Also gut. Dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Servus. Tschüss.